Liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ihr wisst ja, im letzten Video hatte ich ja diesen einen Schrank hier gebaut, hier dieses Regal für meine Euroboxen und habe bis hierhin circa 2 Meter Platz. Was ich da jetzt hinsetze, was ich da hinbaue, das zeige ich euch jetzt. Jetzt muss ich erstmal hier die zwei Platten rausnehmen, ohne da oben was kaputt zu machen. Zwei USB-Platten, die hatte ich ja beim letzten Mal zugeschnitten, da hatte ich die Kanten schon besäumt. Jetzt brauche ich noch diese Füße, die ich von meiner alten Werkbank übrig habe. Die will ich nämlich dafür nutzen, die brauche ich nicht wegzuwerfen. Dummerweise sind die jetzt genau hinter dem ganzen Haufen. Es ist echt eine Fummlerei hier. Jedes Mal dasselbe. Ja, das muss auf jeden Fall gekürzt werden, immer nochmal neu verschraubt werden und dann... Ja. Ich guck einfach mal. Was ist denn los? Mein Bett ist am Arsch. Oh. So. Die Tiefe passt. Das ist super. Was aber nicht passt, ist die Höhe. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegen wir das höher? Entweder lege ich was da drunter oder drauf. Dann habe ich hier diese dicken Balken vom Terrassenbau noch übrig. Die könnte ich hier drauf schrauben. Da wir das nachher sowieso lackieren, fällt das Ganze nicht so auf. Also machen wir das. Wird jetzt so festgeklemmt und dann fest verschraubt. Einen davon können wir hier schon mal festschrauben. Nehmen wir uns hier eine Schraube. Sollten 40er reichen. Bin ich jetzt dabei daneben oder was? Nein. Warum zieht sich die Schraube nicht da rein? Ah, jetzt. Okay. Das Teil kommt auf jeden Fall so dran. Nase läuft dahin. So, ich schraube erstmal die Platten zusammen. Oh Gott. Das sind doch 30er Schrauben. Ich weiß, es sieht überhaupt nicht schön aus,
Aber ich bin auch noch gar nicht fertig. Das heißt, es kommt hier in der Mitte, kommen noch Beine hin, genauso wie rechts und links, so einen Rahmen bauen. Ich muss mir noch zwei USB-Platten besorgen. Die werde ich dann nämlich hier an die Wand noch montieren. Quasi die andere Wand einfach erweitern in die Richtung. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall gefällt mir die Idee sehr, sehr gut. Denn jetzt kann ich nämlich die Tischkreissäge und meine Absauganlage drunter rollen. Und die stören mich dann halt nicht mehr hier im Raum. Ja, für heute mache ich erstmal Feierabend, denn in 3 Stunden geht es zur Arbeit. Ich will noch vorher ein bisschen pennen, was essen und dann, wie gesagt, arbeiten. In diesem Sinne, Leute, für euch heißt es wie immer, bis gleich, für mich, bis morgen. Inzwischen sind 4 Tage rum. Ich habe in den letzten 4 Tagen erstmal nichts machen können, weil wir draußen Bauarbeiten hatten. Es war einfach viel zu laut, um ein Video zu drehen. Aber was ich so ja, in einer halben Stunde gemacht habe, ist das hier. Ja? Diesen Rahmen, dieses Bein sozusagen habe ich gebaut. Ich brauchte ja ein drittes davon, um die Platte in der Mitte abzustützen. Das habe ich ganz einfach aus Dachlatten gebaut. Ja, 3,5 cm mal 4,5. Ist auf jeden Fall stabil genug, um die Platte in der Mitte ja, abzustützen. So, hier haben wir unsere Farbe. Ich habe hier so einen Bügel von so einem Farbroller. Damals den Griff einfach hier abgemacht. Den setzen wir uns einfach hier auf den Akkuschrauber drauf. Und dann können wir das ganz einfach angenehm umrühren. Ja, ich, Idiot, jetzt habe ich die Farbe im Gesicht. Ach Mist, ey, Mann, ey. Ich habe mir extra eine MDF-Platte auf den Boden gelegt, damit ich keine Farbtropfen auf dem Boden habe. So. Erstmal nur die Ecken machen. Mit der Rolle gehen wir dann später über die Flächen.
Ich lasse das jetzt erstmal durchtrocknen und dann kommt die Montage. Übrigens, meine Absauganlage, die ist kaputt, mein Staubsauger. Jetzt habe ich auf eBay Kleinanzeigen, beziehungsweise auf Kleinanzeigen, habe ich einen Festool-Staubsauger gefunden. Da bin ich gerade mit dem Herrn am Schreiben. Wenn er mir dann einen guten Preis macht, dann werde ich mir den heute hoffentlich kaufen. Abholen gehen. Abholen fahren. Das mittlere Bein werde ich im Nachhinein einfach drunter schieben, weil ich noch gucken muss, wo die Säge hinkommt. Wenn ich das jetzt mittig dran schraube und später die Säge nicht drunter bekomme, wäre ja Blödsinn. Also nehmen wir das hier erstmal weg, stellen das mal auf Seite, nehmen unsere Platte. Genau. Hier kann ich vorne noch ein paar Schrauben reindrehen, damit die Platte schön zusammengepresst, gezogen, zusammengezogen wird. Was ich aber vergessen habe oder einfach nicht mitgedacht habe, dass jetzt die Platte auch ein bisschen zu groß ist. Und zwar sind das diese 3 cm, die ich ja an den Beinen abgesägt hatte. Die USB-Wand steht ja jetzt mittlerweile so 3 bis 3,5 cm in den Raum. Somit hat sich natürlich auch die Platte in den Raum verschoben. Jetzt ist das so, man kann jetzt hingehen und sagen, okay, dann säge ich halt die Platte nochmal längst komplett ab. Oder, jetzt kommen wir hier zu der Ecke, das sehen wir jetzt hier ganz gut, dass die 3 cm absteht, die Platte. Damit das hier ein bisschen schöner aussieht, bündig mit der Kante ist, sägen wir einfach hier in so ein Stückchen ab. So. Platte richtig positionieren. Ja, so sieht es gut aus. Jetzt können wir das einmal festziehen. Vorsichtig rein. Gucken wir uns das mal an. Perfekt. Und das mache ich jetzt an der vorderen Kante von vorne bis nach hinten. Wenn nichts dazwischen kommt, werde ich heute endlich mit dieser Werkbank fertig. Mal kontrollieren. Ich warte jetzt bis morgen, bis der Leim abgebunden hat, also richtig abgebunden hat, dass ich dann über die Oberfläche nochmal schleife und zum Schluss öle. Was mir, wie gesagt, gut gefällt, dass ich jetzt endlich meine Tischkreissäge nicht mehr im Raum habe, sondern darunter schieben kann mit meiner Absaugung. Und in Zukunft kann ich dann hier eine Tischbohrmaschine hinstellen, da einen Tellerschleifer. Die Wand kann ich jetzt voll nutzen mit irgendwelchen Haltern oder Regale für Werkzeuge, für irgendwelches Zubehör. Das habe ich ja auch jetzt mit den anderen Wänden gemacht und wie gesagt, habe viel, viel Arbeitsfläche oder besser gesagt Platz gewonnen. Liebe Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.